Das ist ein Projekt von der Bürgerstiftung, Patenschaften für Geflüchtete in Duisburg. Ja. Und das machen wir seit dem Juni. Wir haben uns hier vorgestellt mit unseren Patenschaften, die schon entstanden sind. Mhm. Und das Projekt soll, stellt sich so dar, dass man im Prinzip ein Flüchtling oder ein Geflüchteter an seine Seite bekommt und man als Vater quasi sich in irgendeiner Form trifft, zum Kaffee trinkt, aber hauptsächlich auch quasi um sprechen zu lernen, also dass man die Sprache vertieft wird. Okay. Und den Zeitrahmen, den kann man selber setzen. Also wenn ich sage, ich habe nur eine halbe Stunde in der Woche Zeit oder wir können mal telefonieren. Und die Verbindungen, die bisher entstanden sind, sind total klasse. Also es gibt durch die Bürgerstiftung auch Schulungen und Unternehmung. Und wo finden diese Treffen statt? Die Treffen, die werden entweder in den Unterkünften selber stattfinden oder bei der Bürgerstiftung selber oder an einem Café, also der Ort kann auch frei gewählt werden, wo man sich halt am Boden zufügen. Also in erster Linie ist Kommunikation das Ziel. Genau, das ist es. Es ist ja immer besser, auch im Alltagsgespräch eine eigene Sprache danach zu lernen. Das kann auch vielleicht auch näher zu kommen. Ja. Okay, genau, alles klar. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ich heiße Amjad Rajab und ich komme aus Syrien. Ich bin 27 Jahre alt. Ja, ich habe in Syrien eine Ausbildung als Elektroniker studiert. Ja, und ich habe hier eine Umschulung machen als Elektroniker. Wie lange bist du schon hier? Seit 2 Jahren. Ja, das ist für mich ist sehr schön Zeit mit meinem Partner. Herr Ulrich, zum Beispiel, wir gehen in ein Restaurant und essen zusammen und diskutieren über die Krieg in Syrien oder sowas. Ja. Ja, und er hilft mir für viele Sachen. Und Amjad ist selbstständig zur IHK gegangen und hat gefragt, ob hier eine Ausbildung machen kann. Ja, und sag mir, wir haben diese Teilnehmer und du kannst einfach gehen in BCH. Okay. Ja. Und wenn du gut sind, du kannst eine Chance für eine Ausbildung machen. Ja. Ja. Und ich habe auch diese Teilnehmer machen und mein Lehrer hat mir gesagt, du bist sehr gut und du hast eine Chance für Abschluss und Prüfung bestanden. Ja. Ja. Und ich habe jetzt eine Chance und ich mache Umschulung als Elektroniker. Gefällt dir Duisburg? Ja, gefällt mir sehr. Ich habe auch meine Wohnung selbst gefunden. Aber wie kommt das, dass du nach so kurzer Zeit, wenn du sagst, du bist ein Jahr hier, dass du schon so gut Deutsch sprichst? Oh, danke. Ich habe Integration im Kurs B1 bestanden. Ja. Ja, und ich mache auch selbst Lernen. Und jetzt für mich Duisburg ist besser, weil alles sprechen Hochdeutsch. Ich habe mein iPhone in eBay gekauft, 70 Euro. Wow. Wasserschaden und geht nicht an. Ja. Ich habe selbst repariert. Ja. Ja, das ist einfach für mich. In Syrien, mein Beruf ist Handy- und Laptop-Reparator. Ja, ich habe ein Geschäft in Syrien. Also wenn ich mal Schwierigkeiten mit meinem Handy habe, kann ich mich vertrauensvoll an dich wenden. Ja, genau. Ja, super. Ja, das ist gut sehr an. Einfach für mich. Hast du irgendwelche Hobbys, irgendwelche Sachen, die du besonders gerne machst? Mein Hobby ist Schwimmen, okay, und Basketball. Ich bin Marwan Alkadu, ich komme aus Syrien. Ich bin 26 Jahre alt. Ich lebe in Deutschland seit 1 Jahren. Ich wohne in Duisburg seit 6 Monaten. Ich glaube, da man kann besser sein, wenn man gut Deutsch kann. Ja. Dann gut Arbeit finden. Das, wir sind wirklich jung. Wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten. Und mit allen Leuten in Deutschland, das heißt unterteilen. Ja, das, wir müssen alle Flüchtlinge in Deutschland gut arbeiten. Wenn ich mein Deutsch Schluss und fertig, ja, kann ich eine Ausbildung suchen, ja, oder eine gute Arbeit finden. Weil hier in Deutschland die fremden Leute müssen sehr gut Deutsch sprechen. Ich kenne viele Leute, viele Ausländer, wie ich. Sie leben in Deutschland seit 3 Jahren oder mehr.
aber sie sprechen gar nicht gut Deutsch, weil sie immer sitzen zu Hause. Und sie haben Angst, etwas, oder sie können nicht mit Deutsch sprechen. Muss man immer, ich glaube, versuchen, um Deutsch zu lernen. Und um neue Leute kennenlernen. Ja, das macht die Leute besser. Wenn man mag etwas arbeiten, dann kann gut arbeiten. Janine, du willst uns jetzt auch noch mal einen Geflüchteten vorstellen und das machen wir jetzt einfach mal. Genau. Wir haben uns gerade hier kennengelernt und dein Name ist? Mein Name ist Bashar Gamba. Ich komme aus Syrien. Ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in Duisburg. Mein Beruf ist Imker und Lawyer. Wird das anerkannt, Lawyer, hier in Deutschland? Dein Studium wird anerkannt als Lawyer oder nicht? Nein, weil es ist schwer und andere Syrien. In Deutschland andere und schwer. Ich kann nicht studieren in Lawyer in Deutschland. Und jetzt suchst du aber auch bei der Bürgerstiftung einen Paten, der dir hilft bei diesem Projekt. Ich suche einen Paten, ja. Und weil ich möchte Hilfe Sprache lernen. Was kann denn die Bürgerstiftung jetzt für den jungen Mann tun? Genau, wir haben den jungen Mann jetzt als Patenkind in Anführungszeichen wieder aufgenommen und gucken natürlich, dass wir dann im Prinzip jetzt auf der anderen Seite einen Paten finden, der zu ihm passt, der ihm auch helfen kann, der Wohnortnah auch ist und der eine Unterstützung bieten kann. Das werden wir jetzt machen als Bürgerstiftung. Ja, ich habe jetzt ein neues Patenkind bekommen. Also ich bin jetzt quasi in eine neue Patenschaft eingegangen. Danke. Und vielleicht kannst du mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mohammed Al-Chad und ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Syrien, ich wohne in Duisburg. Ich bin Mathematikstudent. Was geht denn jetzt so als Patin auf dem Programm? Was passiert denn jetzt so als nächstes? Genau, also ich möchte gerne meine mathematischen Kenntnisse vertiefen und dann werden wir uns treffen und dann werden wir Deutsch sprechen. Du kannst gerne zu uns kommen, meine Tochter hat Schwierigkeiten in Mathematik und dann kann man das im Austausch mit Deutsch sprechen machen. Oder ein Wohnzimmerkonzert oder Ausflüge oder wie auch immer, was wir machen können zusammen. Ja, das steht an. Das freut mich. Dann können wir ein Treffen über Mathematik sprechen oder vor Deutsch sprechen auch. Ja, finde ich schön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Du hast mir gesagt, dass du erst seit 4 Monaten einen Deutschkurs besuchst. Ja, richtig. Das war von 4 Monaten. Und ich hoffe noch weiter B1 machen. Danach ich hoffe auch bis DSH machen. Ich muss zur Universität gehen. Das soll ich so viel lernen. Aber wo hast du denn vorher dieses gute Deutsch gelernt? Ich habe gute Deutsch gelernt von Straße und von den Leuten. Ich habe so viel mit Leuten Kontakt machen. Und das auch kommt von Treffen mit einem Freund, er ist deutscher Mann oder. Also überwiegend durch Sprechen, durch Üben, durch Zuhören und ja. Okay. Ja, das war total schwer. Also Janine, ich glaube, wir wären total stolz, wenn wir nur einen Bruchteil Arabisch in der Qualität in 4 Monaten lernen würden, oder? Das wäre super, ja genau. Also meine Kenntnisse sind ja eher, wie gesagt, A0. Ja. Aber in der Kürze der Zeit ist das schon Wahnsinn, großartig, ne? Ja. Für Menschen, die gerade die Anerkennung bekommen haben, dass sie wieder ein Jahr oder 3 Jahre bleiben dürfen, ist die Möglichkeit, Wohnraum zu finden für ein Jahr, egal ob Einzelperson oder Familie, ganz schwer. 3 Jahre eine Wohnung zu finden, ist schon schwierig, aber ein Jahr ist eigentlich quasi jetzt gerade hier in Duisburg. Doch, es geht. Ich hab so viele Anfragen bekommen. Ja. Ich habe kein Wohnraum gefunden für Menschen, die nur ein Jahr einen sozialen Schutz bekommen haben. Und die müssen ja dringend. Ne? Wir haben hier noch einen weiteren Geflüchteten, der uns mal kurz erzählt, wer er ist und wo er herkommt. Mike Cohen. Ich komme aus Syrien. Und wie bist du nach Deutschland gekommen? Bei Schiff und bei Auto.
Und seit wann bist du hier in Duisburg? Seit ein Jahr. Ich bin in einem B1 Deutschkurs und ich habe eine Patin von der Bürgerstiftung. Hier geht mein Patin. Ich habe einfach mal in der Tageszeitung nachgeschaut und habe eine Anzeige gelesen, Patin für Geflüchtete werden können. Ich habe mich darauf bei der Bürgerstiftung beworben und habe dann Medjid als Patin bekommen. Manchmal spazieren oder irgendwie Sport machen und manchmal irgendwie mir helfen zum Arzt gehen. Wir machen Reha-Sport. Ich musste eine Arbeit finden. Ja. Und ich denke, ich musste weiter studieren auch. Ausbildung machen oder Arbeit finden. Wie gefällt dir Duisburg? Ja, gut. Hast du hier Freunde finden können? Ja, ich habe viele Freunde gefunden. Was hast du vorher in Syrien beruflich gemacht? Telekommunikation, Techniker. Und dann habe ich gehört, dass du etwas als Hobby betreibst, was du sehr gut kannst, und zwar kochen. Ja. Also die syrische Küche oder was? Ja, syrische Küche, arabische Küche und syrische Küche auch. Viele Sachen, Beispiel Salat gleich Fertouche oder Tabbouleh und andere Küche gleich Shakri oder Kebse. Auch viele Sachen. Wobei hilft dir dein Pate? Er geht mit mir zur Arzt oder Jobcenter und zum Ausländerbehörde und alle Behörden. Und wenn du mal Schwierigkeiten im Deutsch hast, hilft er dir auch? Ja.